Hallo, guten Abend. Freut mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Andreas Lange, ich bin Direktor hier im Computerspielemuseum und wir freuen uns sehr, heute den digitalen Salon beherbergen zu dürfen. Viele von Ihnen werden die Veranstaltungsreihe kennen. Es ist eine monatliche Veranstaltungsreihe, die vom Humboldt-Institut und vom Deutschlandradio Wissen veranstaltet wird. Und heute geht es zum Thema Serious Games, ein Thema, was in den letzten Jahren zunehmend auch an Bedeutung gewonnen hat. Und ja, ich wünsche Ihnen eine spannende Veranstaltung und hinterher auch noch einen angenehmen Aufenthalt. Wir werden die Ausstellung noch ein bisschen angeschaltet lassen, auch sodass der ein oder andere, der noch mal einen Blick reinwerfen will, das durchaus auch machen kann. Und wünsche Ihnen einen unterhaltsamen und interessanten Abend. Können Sie einfach den Kollegen geben? Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin Katja Weber von D Radio Wissen, von der Sendung Der Hörsaal. Ich schließe mich an. Ich wünsche uns auch allen einen unterhaltsamen und spannenden Abend. Bin froh, dass wir in so einem kleinen Raum sind. Das sieht schön voll aus. Jetzt sind ja hier vorne zumindest ein paar Stühlchen frei geworden. Einer ist noch frei. Also wer nicht stehen mag oder kann, könnte sich da noch drapieren. Und noch so ein paar Hinweise vorneweg. Diese Sendung wird gestreamt auf hig.de. Wer uns da sieht, kann mitdiskutieren, Anmerkungen, Kritik, Fragen reinwerfen unter Hashtag Dicksaal. Und dieser digitale Salon wird dann dermaleinst ein Hörsaal auf D-Radio Wissen. Am Sonntagabend 18.05 Uhr, am dritten Sonntag des Folgemonats, und der ist nochmal der 19.07. Sage ich aber am Schluss auch nochmal an. So, also wer nicht mitgeschnitten werden möchte beim Fragestellen, denn ihr alle seid natürlich auch herzlich eingeladen mitzudiskutieren, guckt am besten nicht in die Kameras, wäre mein Vorschlag. Jetzt sind wir hier umgeben und umstellt von Grand Theft Auto, von Tetris und dem Telespiel. Ich habe gehört, das Team des HIG hat sich am liebsten an der Pain Station ausprobiert. Ihr könnt ja hinterher nochmal gucken, was für euch so ganz gut funktioniert. Das sind jetzt aber, naja, das sind Spiele, die ihr hier vorne auch alle kennt, aber eher nicht die, über die wir heute Abend reden wollen, sondern über Spiele jenseits davon, die uns besser machen sollen, vielleicht schöner, gesünder, klüger, empathischer, was auch immer. Das werden wir versuchen rauszufinden. Level Up ist diese Runde überschrieben und der Sachverstand sitzt hier vorne, also rechts und links von mir, muss ich allerdings ausdrücklich sagen. Michael Liebe, bei dem möchte ich anfangen, hat die Games Week in Berlin gegründet, leitet sie auch, hat früher die Deutschen Games-Tage gemacht, auch einiges andere, also beim Medienboard gearbeitet, journalistisch gearbeitet. Der kleinste gemeinsame Nenner war immer, hat was mit Games zu tun, nach dem, was ich gelesen habe, und hat irgendwas mit Medien studiert, nämlich Medienwissenschaft. Neben ihm ist Susanne Brandhorst. Die bringt anderen bei, wie Spiele designt werden und Spiele gedacht werden, lehrt als Professorin Game Design an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, ob und wie Menschen Informationen im Spiel verarbeiten, was das mit denen mit uns macht, ob Games diese Verarbeitung befördern. Das werden wir von ihr erfahren. Und Lies van Russel hat neue Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert mit Schwerpunkt auf Games. Hat sich mit Serious Games beschäftigt im Bereich Gesundheit, aber auch mit Fragen des Urheberrechts im Spielebereich. Und Patrick Rau hier neben mir hat Kommunikationsdesign studiert, wendet dieses Wissen auch an, nämlich als Geschäftsführer, auch als Gründer von Kunst-Stoff und arbeitet in den Bereichen Serious Games und Gamification, was wir hier versuchen werden, messerscharf aufzudröseln im Verlauf der nächsten Stunde. Aber ich würde gerne anders anfangen, Patrick, und dich fragen und danach auch alle anderen, was war denn dein First Encounter mit Games? Also was, wo war die Zündung oder wo war die erste Begegnung? Wie ich dazu gekommen bin, Spiele zu entwickeln. Na, vielleicht Spiele zu spielen. Also, Spiele zu spielen? Genau. Ui.
Ja, gut, das hat schon angefangen im Teenageralter irgendwie. Und ich muss meine Schande gestehen, ich habe zu der Zeit eigentlich weniger gespielt, sondern eher Spiele selbst irgendwie gestaltet, indem ich irgendwie Level-Editoren verwendet habe. Und das müsste man jetzt eigentlich. Was für Editoren? Level-Editoren. Es gibt ja für diverse Spiele Editoren, sodass man wie selbstständig irgendwie Inhalte, Levels irgendwie erstellen kann. Das heißt, du hast angefangen, Spiele zu programmieren, bevor du sie gespielt hast? Ja, tatsächlich. Also nein, natürlich habe ich auch das Spiel gespielt. Ist nicht wie Autofahren und dann Führerschein machen? Geht auch, ja. Geht auch. Nee, ich habe natürlich die Spiele auch gespielt, aber ich hatte mehr Freude daran, irgendwie die Spiele zu editieren. Mhm. Ich habe dann zum Beispiel meine Schule in Doom nachgebaut, das darf ich eigentlich hier nicht sagen irgendwie, aber ich denke, es ist verjährt jetzt irgendwie so. Ich denk, die Absicht dahinter wäre entscheidend. Ja, naja, es gab diverse Lehrer, na gut, auf jeden Fall, hat mich auf jeden Fall beflügelt, mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen, habe aber dann Kommunikationsdesign studiert, weil zu meiner Zeit gab es keine Game Design Studiengänge. Habe mich zu der Zeit aber auch sehr für Medienkunst und interaktive Medieninstallation interessiert, daher auch der Name der Firma Kunststoff. Und habe dann im Studium auch teilweise einen Schwerpunkt darauf gehabt, aber habe auch im Studium schon mich mit Spielen beschäftigt und meine Diplomarbeit war auch zum Thema Games, da ging es um soziale Interaktion in Multi-User-Umgebungen / Games. Und dann war ich lange Zeit als Designer tätig und bin eigentlich auf Umwegen dann irgendwie in die Spielewelt gerückt. Ich war eigentlich ja tragische Umstände, Job verloren, selbstständig gemacht und verschiedene Sachen ausprobiert und dann irgendwie, oh Wunder, dank Medienboardförderung über einen längeren Zeitraum hinweg stark für die Idee gekämpft und dann ein sechsam Lotto gewonnen und Ubisoft als Publisher akquirieren können. Und dann habe ich 2008 deswegen dann die Firma als GmbH gegründet und seitdem entwickeln wir Spiele für verschiedene Plattformen, verschiedene kommen wir Themen. Auch noch drauf, woran ihr gerade bastelt. Genau. Lies, wie war dein Kontakt? Wie bist du zu deinem Thema gekommen, was ja dein Forschungsthema jetzt ist? Naja, ich habe natürlich in den 90er Jahren auch die bekannten Spiele so gespielt, aber eigentlich erst für später mich wirklich mit Spielen beschäftigt an der Universität. Ich habe dann neue Medien studiert und gedacht, dann gab es mal einen Professor, der meinte, warum würde man sowas wie Spiele erforschen? Das ist doch total uninteressant. Und, Professor für was war der? Medienwissenschaft. Ja, und er meinte auch, dann könnte man auch Autos erforschen oder irgendwas. Es soll Leute geben, die das tun. Aber. Ja, das habe ich dann auch gedacht. Und ja, dann habe ich angefangen, also ein Paper geschrieben zu, warum muss man Spiele erforschen? Und dann gedacht, hey, das ist eigentlich ein super spannendes Thema, weil Spiele sind alles, sind Medien, aber auch kulturelle Phänomene, man ist immer da interaktiv mit beschäftigt, das ist auch Software, Technik, also ich dachte, das ist eigentlich ja, sehr reich und dann bin ich da weitergegangen und bin ich dafür tiefer noch eingestiegen. Also hast du ein Paper gelesen und selber so gut gefunden, dass du sagst, das mache ich zu meinem Forschungsauftrag. Michael, wie war das bei dir? Also mein erstes Spiel kann ich mich nicht erinnern, da war ich noch zu klein. Ich konnte noch nicht sprechen. Ich konnte noch nicht sprechen, aber schon spielen, ja, genauso ähnlich ist es ja auch. Man muss ja auch nicht sprechen können, um spielen zu können. Und Civilization ist meine große Leidenschaft seit jeher, also 1992, Civ 1. Wer meine Webseite sich anschauen will, da habe ich mühselig das alles nachgebaut und verschiedenste Aspekte dieses Spiels habe einfließen lassen und habe dann auch Schule geschwänzt, um Civilization zu spielen, hatte aber dann gegenüber meinen Mitschülern den Vorteil, dass ich wusste, wer die Zulus sind, dass die Chinesen das Schießpulver erfunden haben, dass Kommunismus als Staatsform auch funktioniert, zumindest in einem Computerspiel und dergleichen mehr. Das führt uns jetzt fast in ideologische Diskussionen, ja, genau. Wo sind die besseren Realitäten? Ja, das war tatsächlich dann auch etwas, was ich nachher an der Uni weiterverfolgen wollte. Wie kann man gesellschaftliche Diskurse mit dem an dem Beispiel Civilization vergleichen und abarbeiten und verargumentieren? Wie ich dann jetzt zu dem gekommen bin, was ich jetzt mache, auch sehr über viele Umwege. Vielleicht einfach nur als einen Meilenstein. Neben den ganzen Spielen auch Editoren waren immer meine große Leidenschaft. Also wir haben länger bei Bundesliga Manager Professional die Torszenen nachgebaut, als das Spiel selber zu spielen damals. Ich habe, als ich überlegt habe, was ist denn jetzt, also ich bin nach Spanien gefahren für meinen Erasmus-Studiengang, wusste nicht, was ich machen sollte, letztes Semester vor der Bachelorarbeit,
habe ein Buch mitgenommen aus meinem Regal zu Hause und das war ein Spiel über Games aus pädagogischer Sicht. In welchem Jahr sind wir jetzt? 2002. Mhm. Und da habe ich das gelesen und dachte so, nee, das ist alles Mist, den Autor nenne ich hier jetzt dann auch lieber nicht. Und habe gedacht, da muss noch ganz viel nachgeholt werden. Und es gab eben keine Grundlagenforschung überhaupt zum Begriff Computerspiele aus medienwissenschaftlicher Sicht. Und das war eben das, was mich dann fortan fasziniert hat, dass man eben Neuland betrifft auf verschiedensten Ebenen, sei es eben im Journalistischen dann später oder eben im Akademischen damals und jetzt auch mit den Veranstaltungen zieht sich das eigentlich fort, immer Neues zu erkunden. Mhm. Bei dir, Susanne, vermute ich, war es ein bisschen anders. Also ihr alle habt euch schon im Studium beschäftigt mit Medien, mit Kommunikation. Ich würde sagen, bildende Kunst gehört da auch zu, als Medium wie auch als, als Kommunikationsweg. Aber dennoch die Frage, bildende Kunst ragt hier so ein bisschen raus. Du hast dich auch, glaube ich, dann gegen Ende des Studiums überwiegend mit Fotografie beschäftigt. Wie war da der Link in die Games? Ja, das ist in der Tat sehr spannend. Und ich habe bildende Kunst studiert und auch in der Tradition von Joseph Beuys. Da sagen dann immer ganz viele, wie geht denn das eigentlich mit Spielen zusammen? Das ist wirklich ein interessanter Prozess gewesen. Ich bin jetzt nicht aus dieser Generation, dass ich als Kind schon Zugang zu digitalen Spielen gehabt hätte, weil ich schon ein bisschen älter bin. Das war für mich damals gar nicht möglich. Ich komme also auch gar nicht aus dieser Fanspielerinnen-Szene rein. Ja, ich habe nicht nur Fotografie studiert, sondern ich habe Bildhauerei studiert, Malerei studiert. Und das ist, glaube ich, faszinierend, dass man als bildende Künstlerin immer dahin geht, wo es einen ganz großen gesellschaftlichen Impact gibt. Mhm. Ich habe dann ganz lange als Conceptual Designerin gearbeitet. Das sind Leute, die Konzepte entwerfen für alles Mögliche. Visualisierung machen, Informationen organisieren, anderen Leuten versuchen, bestimmte Dinge beizubringen oder Prozesse zu gestalten, um andere Leute über Dinge zu informieren oder sowas in der Art. Ganz viel in dem Bereich gearbeitet und da war das dann irgendwann sehr naheliegend. Genau, klingt schon nach einer halben Definition von Gamification. Ja, richtig, dass man dann sagt, oh ja, es gibt Spiele und da haben wir ein fantastisches Werkzeug und dieses Werkzeug habe ich dann nach und nach entdeckt und mir erschlossen und so bin ich eigentlich dahin gekommen, also über solche Sachen. Habe dann sehr viel entdeckt und als, sagen wir mal, als Künstlerin und aber auch als Designerin sehe ich das unglaubliche Potenzial, was Spiele haben und das fasziniert mich von Anfang an extrem. Mhm. Was du aber beschrieben hast, also das konzeptuelle Design, ist ja eher was, wo du einen externen Auftraggeber hattest, vermute ich, der dir gesagt hat, hier ist ein Haufen Zahlensalat oder eine Studie, visualisier mir das mal bitte, so dass es eine breite Masse versteht oder meinetwegen auch ein Fachpublikum anschaulich dargeboten bekommt. Das heißt, du hast da in dem Moment dann aber auf den eigenen künstlerischen Ausdruck verzichtet und dein Können in den Dienst einer anderen Sache gestellt oder würdest du das so nicht sagen? Ja, das habe ich zum Teil gemacht. Das ist aber auch eigentlich gar kein Konflikt, weil ich glaube, dass das, was ich gemacht habe, meine Tätigkeit war so hochkomplex, dass ich da schon eine tiefe Befriedigung in dieser Tätigkeit eigentlich gefunden habe. Und insofern da gar kein, also da sehe ich irgendwie, das ist für mich irgendwie gar nicht so ein Verlust gewesen. Mhm. Im Gegenteil, ich glaube, dass durch diesen interdisziplinären oder multidisziplinären Ansatz eigentlich, der mir da möglich ist, viele Sachen ja auch vielleicht in dem Forschungsbereich Game Changer an der HTW Berlin oder im Studiengang Game Design möglich sind. Da ist ein Team, die bringen viel so Informationen und Background mit. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Spannende daran gewesen. Dann jetzt mal weg vom Biografischen, Patrick, rein in die reine Lehre. Wie ist denn die messerscharfe Definition, die ich versprochen habe, zwischen Serious Games und Gamification? Okay, also unter Gamification verstehe ich ein Szenario, wo man eigentlich ein spieleuntypisches Phänomen oder Situation irgendwie nimmt und die irgendwie unterhaltsamer gestaltet, indem man irgendwie Aspekte aus den Spielen aufgreift, zum Beispiel Belohnungssysteme, Regelwerke, um die eben irgendwie unterhaltsamer zu gestalten. Ich habe mir überlegt, was könnte ein Beispiel sein und da gibt es ein interessantes Projekt, was irgendwie Volkswagen im Rahmen der Fun Theory Bewegung gemacht hat. Die haben verschiedene Sachen gemacht. Und da ist ein, finde ich, schönes Gamification-Beispiel, da geht es um Altglas. So, und darum, Altglas irgendwie abzuliefern. Gut, wir hier in Berlin haben ja alle unsere Altglas-Container irgendwie im Hinterhof. Gibt es in anderen Städten nicht und da gibt es noch die Altglas-Sammelstellen irgendwie und die haben das gamifiziert. Und zwar konnte man, dann musste man halt
zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt irgendwie die Flaschen irgendwie einwerfen, so ein Lichtsystem und auch die richtige Farbe treffen und dann wurde man dafür belohnt, da gab es auch ein Highscore-System und alles. Ich habe es nicht geschnallt, wo, ja. Wo findet das statt? Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Stadt es stattgefunden hat. Nee, also der Altglas-Container belohnt, also der, zu dem ich hinlatschen muss, der an irgendeiner Straßenecke steht, der belohnt mich oder signalisiert mir, ist angekommen, Katja, schönen Dank. Nein, nein, also es ist auch wirklich eine Spielemechanik integriert worden, also es ist eine interaktive Spieleinstallation geworden, also wo es halt eben verschiedene Einwürfe gab und irgendwie Lämpchen, die geleuchtet haben, man musste halt schnell genug zur richtigen Zeit dann die Flaschen immer einwerfen. So. Und das hat irgendwie ungeheuerlich viel Spaß gemacht und hat dazu geführt, dass die nachweislich in einem bestimmten Zeitraum mehr Altglas gesammelt haben und auch richtig sortiert wie irgendwie die Zeit davor. Fand ich jetzt irgendwie ein sehr schönes irgendwie Beispiel. Und Serious Games? Serious Games, da geht es eigentlich wirklich darum, irgendwie konkretes irgendwie Wissen irgendwie spielerisch irgendwie zu vermitteln, also Lerninhalte zu vermitteln, verpackt in einem Spiel. Da kann man natürlich über streiten, ist das nicht auch E-Learning? Irgendwie? Ja, sicherlich. Serious Games sind aber, glaube ich, auch Produkte, die jetzt nicht nur irgendwie so für eine breite Masse, nicht nur für eine breite Masse irgendwie hergestellt werden, sondern auch spezifisch für bestimmte Zielgruppen, wie zum Beispiel Ärzte oder Forschungsteams etc. und so weiter und so fort. So. Die praktische Anwendbarkeit von der Gamifizierung, die ja wirklich angewandt wird, um was anderes zu transportieren, leuchtet, glaube ich, unmittelbar ein. Aber ich würde dich, Michael, gerne noch mal zu den Serious Games fragen. Civilization, was du angesprochen hast, ist das ein Serious Game oder ist das dann nur ein Game? Also kann man das wirklich alles immer so auseinandersortieren? Ja, ich würde schon, weil ich bin ein Freund von auch Trendschärfe zum gewissen Grade. Gamification wäre da was anderes. Der ist auch bewusst schwammig. Muss auch so bleiben, weil man nicht genau weiß, was als nächstes passiert und welcher Aspekt aus dem Spiel jetzt angewendet wird, um etwas unterhaltsamer oder vor allem effizienter zu machen. Also da würde ich auch nicht unterschreiben, dass nur um Unterhaltsamkeit gehen. Civilization als Serious Game zu definieren, kann man machen, würde ich aber jetzt nicht unbedingt machen, weil es nicht extra für einen edukativen Zweck gestaltet wurde. Okay, also die Absicht des Programmierers, der Autoren ist ausschlaggebend, um die Definition zu haben. Ja. Und wer ist da die Zielgruppe und wer sind die Programmierer für Serious Games? Naja, Programmierer, ich finde, wir sollten lieber von Gestaltern oder Designern reden. Also ein Spiel ist halt sehr vielfältig, auch in dem, was dann am Ende da passiert. Die Programmierer sind ein wichtiger, aber nicht der einzige Baustein. Wer das macht, das kann eigentlich jeder machen, der eine Ahnung hat von pädagogischen Prinzipien. Also wie bringt man, vermittelt man einen Inhalt? Und wie kann ich eben ein digitales Endprodukt gestalten und wie schaffe ich das, diese beiden Sachen zu verbinden, indem ich eben Zielsetzungen, also spielerische Merkmale halt anwende, also damit es eben auch ein Spiel ist. Die müssen auch nicht, wie gesagt, immer Spaß machen. Also es reicht auch durchaus einfach zu sagen, das verfolgt jetzt einen bestimmten Zweck und ich bin regelgeleitet und zielorientiert dabei, um diesen Inhalt eben mir näher zu bringen. Und könnte man sagen, dass ein Serious Game immer eine Non-Profit-Geschichte ist oder gibt es welche, die kommerziell gut funktionieren? Naja, selten so Standalone, also dass jetzt irgendeine Firma extra so als Serious Games-Entwickler finanziell gut funktioniert. Aber es gibt ja, in Deutschland weiß ich jetzt gar nicht, ich müsste jetzt auch nach einem Beispiel suchen, aber es gibt Buchverlage zum Beispiel ja auch, die Spiele anbieten. Die eben Matheaufgaben einem näher bringen zum Beispiel. Also das funktioniert ja auch sehr gut. Also da gibt es einen durchaus großen Markt, weil der Bildungsmarkt an sich ja sehr groß ist. Und da eben mit Spielen reinzugehen, ist nur eine Erweiterung des Bildungsmarktes. Aber es gibt meines Wissens nach, aber freue mich über Aufklärung, keinen, der jetzt dediziert als Serious Games Entwickler sehr erfolgreich ist. Ich würde gerne, Susanne, nochmal mit dir sprechen über die Auswirkungen, die das hat. Du beschäftigst dich ja mit den kognitiven Auswirkungen und da aber jetzt eher mal nach einem Gefühl fragen. Es gibt ja Serious Games, die mir Wissen vermitteln wollen, aber ja auch Empathie schulen wollen, indem ich in verschiedene Rollen schlüpfe, also vor ein paar Jahren durch die Zeitungen ging. Das Spiel, in dem ich entweder einen Grenzer oder einen DDR-Flüchtling spielen kann und je nachdem diesen oder jenen Gewissenskonflikt habe, Grenzer mit Schießbefehl, der Flüchtling, der rüber will. Es gibt ein Spiel, wo ich die Not von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer nachempfinden kann. Gibt es Studien darüber, ob das wirklich
nicht nur mein Wissen vielleicht vergrößert, sondern auch meine Empfindungsfähigkeit, meine Empathie? Ja, das ist interessant, weil diese Forschung in dem Bereich, also zum Beispiel Forschung, wie nachhaltig ist das Lernen in Serious Games zum Beispiel, oder wie stark sind die Trainingseffekte überhaupt, also kann ich empathischer werden dadurch, durch das Bespielen eines Spiels, das ist etwas, was gerade eigentlich erst beginnt. Jetzt muss man sich auch überlegen, Forscher oder Leute an Hochschulen, die sagen sich nicht einfach, oh, das ist eine ganz spannende Fragestellung, das möchte ich jetzt gerne wissen, sondern es muss auch, also wir müssen dann auch erstmal Drittmittel, also oder Gelder in irgendeiner Form einwerben dafür und organisieren, damit wir uns mit dieser Forschung beschäftigen können. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass es für bestimmte Themen auch Geld gibt natürlich und für andere Themen ist das auch etwas, was wir uns erschließen müssen. So. Mhm. Jetzt ist die Frage grundsätzlich, ich interessiere mich sehr für Spiel, weil jedes Spiel, unabhängig davon, wie es intendiert worden ist von seinen Entwicklern, kann ja zu einem Serious Game werden, wenn wir Serious Games als etwas definieren, wo wir etwas lernen sollen. Spielen tun wir grundsätzlich, um zu lernen. Das heißt, das ist vielen immer so, sagen wir alle, oh, jetzt kommt so etwas. Natürlich haben wir als Menschen das Vermögen zu spielen, weil wir uns ganz komplexe, schwierige Sachverhalte erschließen müssen. Deswegen ist dieser Raum hier voll von Game Designern. Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurück, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Sagst du, Spielen hat immer einen Zweck, nämlich Lernen. Aber ich dachte, der Zweck von Spielen wäre Spielen. Ja, deswegen sage ich, alles voll mit Game Designern hier. Weil die alle schon mal Game Designer waren, als sie Kinder waren, waren sie in der Lage, alle Anwesenden waren in der Lage, ihr Lernpensum, das, was sie lernen wollten, in Form, also in ein Spiel zu transferieren und sich eine ganz viele tolle Challenges zu definieren. Und diese Challenges waren perfekt gebalanced zwischen dem, was Herausforderung war und was Gelingen war. Und das ist das, was wir als Spiel so faszinierend finden, was für uns diese Form von Unterhaltung ist. Das macht unser Hirn glücklich. Das ist das Grundprinzip von Spiel. Das aber muss man vergegenwärtigen. Aber keiner von uns hat damals gespielt, egal was, um was zu lernen. Ja, das ist das Tolle daran, denn wenn ein Spiel richtig gut funktioniert, ja, dann merkt man nämlich nicht, dass man lernt. Und ein richtig gutes Serious Game würde genau darauf setzen, dass es nämlich uns wirklich tief in dieses Gefühlsspiel, diese Versenkung, diesen Flow bringt. Das ist diese Balance zwischen Herausforderung und Gelingen. Und darauf setzt das Prinzip Spiel, egal was das ist. Ob ich jetzt ein digitales Spiel habe, was nichts anderes ist als ein Spielsystem, was von einem Rechner verwaltet wird, oder ob ich mir das als Kind selber organisiere. Mhm. Dieses Vermögen, Game Designer zu sein als Kind, das geht leider irgendwann verloren, unter anderem in der Schule. Aber nochmal zurück zur Ausgangsfrage, was ist mit der Empathie? Du hast gesagt, Studienlage dünne, da müssen erstmal Gelder rein, das kostet Zeit zunächst und Überzeugungskraft, aber gibt es vielleicht erste Hinweise? Ja, es gibt sogar Studien darüber, was Spielerinnen und Spieler lernen, wenn sie ganz normale, sagen wir mal diese sogenannten oder normalen Unterhaltungsspiele spielen. Dazu gibt es Studien und die Trainingseffekte in normalen, also das, wo die Leute denken, oh, ich unterhalte mich nur, das ist vielleicht nur so eine Flucht vor dem Alltag, die sind massiv. Ja? Das, was jetzt wir zum Beispiel erforscht haben, wir haben ein Forschungsprojekt gemacht, da ging es nicht um Empathie. Das wird immer so, ne, da gibt es die Idee, oh, ich kann mich da vielleicht in so eine Rolle reinversetzen und dann kann ich das weiter trainieren. Da bin ich unheimlich vorsichtig. Wir haben ein Forschungsprojekt gemacht, wo wir dann tatsächlich überprüft haben, wie die Trainingseffekte sind zur Verbesserung von kognitiven Fähigkeiten. Mhm. Ich schildere das ganz kurz. Da ging es darum, dass eine Gruppe von Patienten, die so Alzheimer-Symptome zeigt oder so in einer Vorstufe ist, es sind ja auch nicht diagnostiziert, aber die sagen so, ich nehme an dieser Studie teil, weil ich muss was für mich machen. Und da gab es also Kontrollgruppen und natürlich hätte man jetzt sagen können, dieses Trainingssystem, was wir uns angeschaut haben von der Charité, haben wir übersetzt in ein digitales Spiel, in ein Spiel, was richtig Spaß macht, um es zu bespielen. Und konnten dann nachher durch unsere Studie, durch unsere Forschungsergebnisse feststellen, dass der Trainingseffekt kognitiv ganz gering war. Mhm. Ja. Okay, hatte ein anderes Ende erwartet. Ja, genau, ist aber so. Ne? Also wir machen ja auch Forschung nicht, um uns dort zu bestätigen, von dem, was wir denken, sondern wir versuchen wirklich etwas herauszufinden. Wir haben aber andere Effekte festgestellt.
die Mann, absolut eigentlich, ja, und da muss ich aber leider sagen, ja, die sind spektakulär, diese Ergebnisse, die sich gezeigt haben. Möchtest du sie mit uns teilen? Ich würde das wahnsinnig gerne, weil das toll ist und weil es ein richtig schönes Gefühl war, so was Tolles fest, ne? Also, aber ja, ich darf es nicht. Ja. und was ist die Sperrfrist? Wir werden darüber publizieren und das muss ich abwarten vorher. Das muss ich auch einfach meinen Kollegen, habe ich das versprochen, dass ich darüber nichts sagen kann. Und auch nicht, es gibt Effekte. Das ganz kurze stark eingekürzte Abstract. Also, wir können sagen, dass wir Ergebnisse haben in einem MRT, dass das Bespielen von einem Videospiel starke Effekte hat auf das Gehirn und dass es Zuwächse gibt, also Massenentwicklungen in bestimmten Arealen des Gehirns. Okay. Und das ist positiv. Das bedeutet, es kommt zu einer Verdichtung des Hirns, eines bestimmten Hirnareals, und man hat nicht geglaubt, dass das möglich ist. Mhm. Okay, also ich habe es versucht, ich glaube, mehr kann ich jetzt auch nicht rauswringen aus der Susanne Brandhoff. Dann würde ich dich, Patrick, gerne, erst nehmen wir nochmal die Lies rein, weil du ja eigentlich auch genau an der Stelle arbeitest. Auch an dich nochmal die Frage, was lerne ich, wie verändere ich mich und meine Fähigkeiten, wenn ich spiele? Ich würde zuerst ganz gerne mal reagieren auf zwei Sachen eigentlich. Erstens bin ich nicht einverstanden mit der Aussage, dass Serious Games keinen Spaß machen sollen. Also ich glaube, es ist nicht die Definition des Serious Games, dass es Spaß macht. Die können auch keinen Spaß machen. Aber die können, ja, ich glaube auch häufig machen die keinen Spaß, aber dann ist etwas falsch gelaufen bei der Entwicklung. Aber grundsätzlich sollen die auch immer Spaß machen, sonst kann man genauso etwas anders entwickeln und muss man sich nicht die Mühe geben, ein Spiel zu entwickeln, weil das sonst ganz diese Balance ist zwischen Herausforderung und wie hattest du es genannt? Gelingen nicht da ist. Ja, also genau, der Spaß ist einfach notwendig, damit man auch weiterspielt und damit man weiterspielen will. Und wenn das Spiel keinen Spaß macht, dann spielen die Spieler es eh nicht oder vielleicht spielen es dann gezwungen, aber dann ist es eigentlich kein Spiel mehr, weil ein Spiel immer freiwillig sein soll. Also das ist eine große Herausforderung generell für Serious Games, dass die das richtige Gleichgewicht finden zwischen Spaß und was man tatsächlich lernt in dem Spiel. Mhm. Und wie richtig soll zum Beispiel alle Informationen sein. Und dann wolltest du aber auch noch einen zweiten Einwand. Genau, es gibt, ich bin da auch nicht einverstanden, dass es ganz neu ist. Also Serious Games und Serious Games Forschung gibt es schon ziemlich lange. Es gibt Konferenzen, die schon über 10 Jahre existieren, wo man auch immer schon versucht hat, nachzuweisen, dass diese Spiele tatsächlich funktionieren. Aber was ich immer zum Beispiel bei diesen Konferenzen zu Gesundheitsspielen, Games for Health Europe, Games for Health in den USA, gibt es schon sehr, sehr lange. Aber was mir immer auffällt, ist, dass es immer einzelne Projekte sind und dass eigentlich die Kenntnisse ganz schwierig zusammenkommen und auch dann weiterführen zu neuen Kenntnissen. Also da, glaube ich, fehlt es ein bisschen. Aber Woran fehlt es dann? Denn ich muss dazu sagen, die vier hier kennen sich untereinander, was mich zu dem Schluss, vielleicht Kurzschluss, veranlasst, dass die Szene nicht so wahnsinnig groß ist. Also, dass man sich in der Tat kennt. Das sollte ja Vernetzung vereinfachen. Ja, ich glaube, dass ein Problem ist, dass es immer wieder Förderung gibt für einzelne Projekte. Und das finden auch alle spannend. Wir machen ein Spiel, wir erforschen das Spiel. Aber es ist ein bisschen weniger spannend, zum Beispiel mal alle Forschung anzuschauen und eine Meta-Analyse zum Beispiel zu machen, was funktioniert dann schon und was funktioniert nicht. Und das, ja, da gibt es, glaube ich, weniger Förderung, aber auch weniger Interesse daran einfach, weil es nicht so spannend ist, das Spannende selbst ein Spiel zu entwickeln. Und bist du die mit der Meta-Forschung, die den Blick auf alle Studien hat und uns jetzt die Preisfrage beantwortet, was passiert, wenn ich spiele? Leider habe ich da auch nicht den ganzen Überblick. Ich habe auch eigentlich immer in einzelnen Projekten gearbeitet. Es gibt schon zum Beispiel auch Forschung, wie du gerade schon gesagt hast, dass auch tatsächlich nicht nur Tatsachen gelernt werden können, sondern auch eine Haltung. Ein Spiel, das ist ein ziemlich altes Spiel, 2008 glaube ich, Remission für Kinder mit Krebs,
Und die mussten da in einen Körper reingehen und die Krebszellen erschießen. Mhm. Und da wurde tatsächlich auch eine große quantitative Studie durchgeführt. Und das zeigt, dass die Kinder tatsächlich mehr Vertrauen kriegen, dass die auch tatsächlich die Krankheit überwinden können. Und dass dann tatsächlich dass die Medikamente besser nehmen. Also das ist nicht, die lernen auch über die Krankheit, aber gleichzeitig auch bekommen die mehr Vertrauen, ja, ich kann besser werden. Mhm. Patrick, womit verdienst du denn, wenn wir mal ins Monetäre gucken wollen, womit verdienst du mehr? Also mit Serious Games oder mit Gamification-Anwendungen? Sagen wir so, uns ist gerade 50-50, was jetzt klassische Unterhaltungsspiele betrifft und Serious Games. Wir beschäftigen uns gerade aktuell mit einem Gamification-Projekt, aber das ist in der Frühphase. Sprich, wir entwickeln ein Konzept und auch schon prototypisch. Wir sind auf der Suche nach irgendwie Partnern und Investoren. Hier geht es um die Gamifizierung von Trading, also vom Handel an der Börse. Von daher kann ich jetzt nicht beantworten, ob das in Zukunft Gamification mehr einbringt wie Serious Games. Wir arbeiten aktuell aber auch an einem Serious Game Projekt, gefördert von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dem Arbeitstitel Raccoon. Ein Verbandprojekt mit dabei sind zum Beispiel die TU München, das Institut für Sozialforschung München, die LMU München, Institut für Pädagogik, alle in München. Wir sind die Berliner, wir sind die Spieleentwickler, wahrscheinlich, weil es günstiger ist, hier zu produzieren. Nee, war Spaß. Da kommt dann wieder der alte Vorwurf mit dem Länderfinanzausgleich und das ganze Geld, das aus dem Süden jetzt zu uns kommt. Womöglich. Nee, aber also unser Auftrag ist jetzt quasi dafür, also es geht um den demografischen Wandel der Arbeitswelt, so wie arbeiten wir heute und in der Zukunft. Also ich musste es mir aufschreiben, weil ich es nicht gerafft habe, ehrlich gesagt. Ich habe es gelesen. Mhm. Es geht, warte mal, wo hatte ich das? Leben adäquates Kompetenzmanagement. Es geht um die spielbasierte Lern-App zum Thema Fortschritt durch aktive Kooperation in offenen Organisationen. Gefördert, wie du sagst, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mhm. Und da geht es um Schlüsselqualifikationen, Change Management, Work-Life-Balance, Einbindung von externem Wissen. Jeder Arbeitgeber kriegt sowas jeden Tag gesagt, weiß aber nicht, was das sein soll. Mhm. Also worum geht es genau? Mir war es jetzt auch, nachdem ich was darüber gelesen habe, nicht klar. Ja, wer das also ich kann ja in mal welchen einige Fällen Beispiele anwendet. Nennen. Also ich glaube, ein großes Problem auch in Deutschland ist zum Beispiel auch der Fachkräftemangel. Und da gibt es eben die Überlegung, können zum Beispiel Organisationen als Unternehmen, die in der Regel als Closed Organization arbeiten, sich verwandeln in Open Organizations und dann eben ein Kompetenzmanagementsystem betreiben, wo eben auch Expertenwissen auch ausgetauscht werden kann. Also statt so ein Konkurrenzdenken gegebenenfalls auch irgendwie Zusammenarbeit schaffen, weil wir leben auch in einer globalen Welt. Sag mal eine Branche, wo das Anwendung finden könnte. In jedem Großraumbüro, also, egal worüber die nachdenken? Also der Fachkräftemangel ist, glaube ich, auch bei Ingenieuren, glaube ich, ein großes Problem in Deutschland. Die Ingenieure sind jetzt sehr gefragt. Also von daher könnte es auch zum Beispiel in der Autoindustrie oder in der Technologiebranche irgendwie stattfinden, wo einfach wie dem einen Unternehmen vielleicht ein Wissen fehlt und dass man sich dann mit anderen Unternehmen austauscht und da irgendwie ein Szenario schafft. Dann geht es aber auch irgendwie, deswegen auch Stichwort Leben adäquates oder Lebenphasen. Komplett menschlich geht es auch darum, dass zum Beispiel auch Menschen, die gerade dabei sind, eine Familie zu gründen, dass man eben auch weniger arbeitet oder auch verstärkt von zu Hause arbeitet. Also bei uns im Büro findet das schon statt, aber wir sind ein extrem familienfreundliches Unternehmen. Die Leute arbeiten zum Teil auch von zu Hause, wenn sie Kinder haben. Und ich habe festgestellt, es bringt uns unglaublich viel, weil dann so viel mehr zurückkommt zu den verrücktesten Zeiten. Dann kriegt man halt so nachts um 3 an E-Mails und so. Oder eben halt auch, dass irgendwie Menschen auch im höherem Alter auch während der Rente eigentlich auch noch arbeiten möchten, einfach nicht irgendwie so abgestellt werden möchten, sondern vielleicht auch so punktuell zeitweise irgendwie ihre Kompetenz und ihre Expertenwissen noch einsetzen möchten irgendwie, dass man dafür halt auch Szenarien schafft. Boah, da stelle ich mir vor, das ist derart komplex, was ihr da berücksichtigen wollt. Da braucht ihr ja mindestens den Allmächtigen, um das Spiel zu designen. Also, denn es gibt ja nicht immer nur einen Weg, um eine Aufgabe gut zu erledigen. Jemand, der eine Familie gegründet hat, steht vielleicht voll darauf, im Büro zu sein und 8 Stunden runterzurocken. Und jemand anderes macht es lieber, wenn die Plagen im Bett sind und verschickt Mails um 3 Uhr. Also wie könnt ihr denn diese ganzen Eventualitäten
da einspeisen in das System? Ja, also ich kann mal versuchen zu erklären, was wir konkret machen. Also wir haben das Szenario irgendwie so metaphorisch übersetzt in die Renovierung eines Hauses, in welchem halt verschiedene Handwerker, die dann irgendwie verschiedene irgendwie Berufsgruppen oder Experten irgendwie repräsentieren, zusammenkommen und dieses Haus renovieren. Und es gibt dann irgendwie 3 Durchläufe. Das Ganze ist jetzt auch kein Produkt, das wir so irgendwie anbieten, sondern die Idee ist, dass das dann in Form von Seminaren und Workshops eingesetzt wird, moderiert, sprich unser Auftrag wird sein, dann irgendwie das anzubieten, dann wenn eine Human Resources Abteilung der Firma X irgendwie das möchte, kommt dann wie geschultes Team rüber und moderiert das Ganze, dann wird das Spiel gespielt durch mehrere Durchläufe und einmal eben ohne gewisse Tools, die wir dafür entwickeln und dann später mit und auf dem Weg sollen die Spielenden eben verstehen, wie eine Open Organization funktionieren kann, dass sie jetzt nicht jedes denkbare Szenario abdecken können, ist klar. Und wir sind aktuell auch noch in einer Konzeptionsphase und dieses Projekt läuft über 3 Jahre, muss man sagen. Also es wird erstmal auch viel geforscht irgendwie im Vorfeld. Diese Ergebnisse haben wir bekommen, darauf bauen wir auf. Dann arbeiten wir in einem ersten Prototypen, dieser wird dann evaluiert. Diese Evaluationsphase ist dann auch nochmal ein halbes Jahr oder länger. Mhm. In der Zeit werden wir sicherlich dann auch noch Anpassungen machen müssen. Wahrscheinlich auch genau aus dem Grund, den du gerade genannt hattest, dass vielleicht nicht alles so wunderbar passt. Das ist ja auch ein ganz großes Thema bei Spielentwicklung, dieses ständige Testen und Verbessern und Optimieren. Ja, und am Ende hoffe ich, wir sind ja mittendrin, dass wir dann 2017 ein Spielprodukt haben werden, was dann auch zum Einsatz kommt und dann auch hoffentlich auch die Welt ein Stück weit verändert. Okay, jetzt mal aus dem Spiel, das du im Kopf hast, rausgegangen und von oben und draußen drauf geguckt. Mein Eindruck ist, dass das Thema Games hat immer mal solche Spitzen in der Berichterstattung, je nachdem, was gerade für ein umstrittenes Spiel oder neuartiges Spiel da ist. Aber im Großen und Ganzen ist es so ziemlich unterrepräsentiert. Also klar, wir sitzen jetzt hier im Museum, sprich, das wird als ein Gegenstand, der sich kultureller Wertschätzung erfreut, anerkannt. Es gibt Forschung dazu. Wir haben 2 Forscherinnen auf dem Podium. Aber dennoch fliegt es so ein bisschen ja, unterm Radar. Ist das jetzt nur mein Eindruck als eine, die mit der Branche sonst gar nicht verbandelt ist, oder ist das auch eure Wahrnehmung, Micha vielleicht? Ja, also dadurch, dass wir schon seit 10 Jahren Veranstaltungen machen zum Thema und immer auch gucken, wann gibt es aus welcher Richtung Presseberichterstattung, hast du total recht. Also es gibt so Peak-Elemente, allerdings würde ich nicht sagen, also ist immer noch unterrepräsentiert im Vergleich zu dem, wie viele Leute denn tatsächlich spielen. Aber es ist ja mittlerweile auch so, dass in bestimmten Review-Magazinen, also Musikmagazinen oder was, auch Computerspiele besprochen werden oder andere Medienmagazine auch Computerspiele besprechen. Der Kicker hat jetzt E-Sports mit im Programm. Also da gibt es schon viel mehr, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. So, wenn man über ein paar Debatten allerdings nochmal kurz guckt, also es gab ja die Killerspiele-Debatte, die sehr groß war, vor 5 Jahren ungefähr. Dann ist die irgendwann abgestorben und irgendwann war es peinlich, Killerspiel zu sagen. Das hat sich dann auch keiner mehr getraut, sondern wurde dann aus der Gesellschaft und internen politischen Community auch dafür bestraft, sozusagen jetzt wieder dieses Killerspiele-Wort auszupacken. Diesen Kampf hat, oder dieser Kampf, der wurde eigentlich von selbst, hat er sich aufgelöst, weil es ja eigentlich Quatsch war, was da verargumentiert wurde. Dann wurde aber sehr schnell von der Suchtdebatte abgelöst. Man brauchte dann doch wieder ein Negativbeispiel. Ich weiß nicht, ob das hier in der Dauerausstellung im Haus noch der Fall ist. Ganz am Anfang, als das Haus aufgemacht hat, war das auch ein Themenbereich hier zum Beispiel. Genau. Mhm. Ja, eben. Es ist ja auch wichtig, auch selbstkritisch zu bleiben. Also es soll ja, wir wollen ja auch nicht alles über den Klee loben. Aber was denkst du, sind denn die Ursachen? Nochmal ein anderes Beispiel. Man kann auf keine Party gehen, ohne über die letzte Netflix- oder HBO-Produktion angesprochen zu werden. Mhm. Also quasi so ein Zombie der Medienwelt, längst begraben und ad acta gelegt, Fernsehen, Serie, feiert fröhliche Urstände und jeder ist da total im Bilde. Darüber wird berichtet, Vergleiche mit Balzac und weiß der Kuckuck. Mhm. Aber über Games findet das nicht statt. Liegt das an den Feuilletonisten, die halt, weiß ich nicht, Ü60 sind und das einfach. Die gehen auf die falschen Partys, die Feuilletonisten. Also, was ist so eure Ursachenforschung? Wieso ist euer Thema zwar eins, was
was relevant ist, was ja, wir zeigen, dass hier gerade auch diskutiert wird, aber einfach nicht so breit im Raum steht. Ja, ich würde sagen, ein Problem, was so die deutsche Lobbyarbeit gemacht hat, war, alles über Geld zu verargumentieren. Jahrelang und dann halt immer zu sagen, es ist ja ein Milliardenmarkt und das muss man auch berücksichtigen. Und das war dann halt auch für Feuilletonisten nicht so interessant. Also nur weil etwas viel Geld macht, das ist ja noch lange nicht kulturell wertvoll. Ja, ich glaube, mit Serien kann man derzeit auch, wenn man es gut anstellt, ganz gut verdienen. Das ist ja kein Knockout-Kriterium. Genau, aber es ist nicht der springende Punkt, warum jetzt auf irgendeiner Feuilletonistenparty über irgendeine neue Serie gesprochen wird, sondern weil die ästhetische Storytelling-Qualitäten mit sich bringt, mit Balzac oder irgendwie mit Künstlern auch verglichen werden kann. Weil auch die Aufklärung in die Richtung noch bedingt funktioniert. Also die überhaupt Computerspiele als Medium zu verstehen, ist etwas, was auch noch nicht sich durchgesetzt hat. Es wird in der Förderung ist es auch so eine Mischung, also die meiste Games-Förderung rein vom Volumen her ist eher aus der Technologieseite abzugreifen. Das Medium Board hat zwar eine Förderung für die Inhalte, aber das ist im Verhältnis zu dem, was man potenziell über Technologieförderung bekommen kann, sehr, sehr wenig. Also unter einem zweistelligen Prozentbereich im Vergleich. Und das ist etwas, was auch die meiner Meinung nach auch die akademische Welt irgendwie eigentlich nach vorne treiben könnte. Wenn aber dann, was mir auch passiert ist vor 4 Jahren, deswegen bin ich jetzt auch in dem, was ich jetzt mache. Also wir hatten ein Forschungsprojekt, da hat dann irgendein Theaterwissenschaftler uns das Geld abgesägt, weil er gesagt hat, Games sind nicht Kultur, und wir hatten einen richtigen um das Medium Computerspiel herum ein Forschungsprogramm. Und das wurde halt abgesägt von den Geldquellen. Und dann konnten wir unsere Argumentation nicht mehr nach vorne tragen. Und über Konferenzen, über Presseevents, über Papers und was auch immer es da für Kommunikationsmittel gibt, das halt nicht weiter durchsetzen. Und weil die verschiedensten Player, also die Entwickler reden sehr gerne über Geld, die Lobbyisten reden sehr gerne über Geld, auf Veranstaltungen, also Business oder Fachkonferenzen wird viel über Geld gesprochen, aber so dieses mediale, künstlerisch, kreative Moment des Computerspiels oder auch das historische, also Andreas Lange ist ja privat finanziert, also, oder das Museum ist privat finanziert und nicht von der Stadt finanziert. Das wird sehr oft noch vernachlässigt. Und gut, wir haben ja die akademische Welt zumindest in Teilen hier auf dem Podium sitzen. Wieso ist das so? Wieso werden Games noch unterschätzt? Also erstmal ist das durchaus möglich, Geld für Spieleforschung aufzutreiben. Also wir haben auch ein Forschungscluster und wir haben jetzt mehr als 6 Millionen Euro eingeworben in den letzten Jahren. Also es gibt diese Gelder. Wir haben uns angefangen. Ja, genau. Ne? Wahrscheinlich. Und das war der Trick an der Sache. Genau. Was war der Trick? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Michael sagt, wir haben nach Ihnen angefangen. Ja, aber wir haben auch. Ihr habt den Boden bereitet, meinst du? Wir haben auch parallel natürlich einen Studiengang mit aufgebaut. Mhm. Und wir brauchen ja sozusagen Lehre und Forschung. Teil so, ist jetzt das, ist, das ist interessant zu gucken jetzt. Es gibt eigentlich so gut wie gar keine, sagen wir mal, wir brauchen ganz, ganz viel Neuentwicklung in der Kritik von Spielen, damit umzugehen. Ja? Michael hat auch sofort gesagt, ja, Narration. Wenn ich jetzt irgendjemanden hier fragen würde, was passiert in dem und dem Spiel? Jeder, der das gespielt hat, ist in der Lage zu explizieren, was dort passiert, was die Story angeht. Und das ist eben etwas, dass wir uns als Game Designer sehr intensiv mit Story beschäftigen, weil die Story ist wichtig, um bestimmte Inhalte zu transportieren, zum Beispiel Spielregeln. Das Spiel ist aber nichts anderes, das ist ja keine Story, sondern ein Spiel ist ein Regelwerk. Kaum jemand, der ein Spiel gespielt hat, ist aber in der Lage, das Regelwerk zu explizieren. Das bleibt den allermeisten verborgen, aber das ist der Kern der Sache. Der Kern ist nicht Narration, der Kern ist das Regelwerk. Und es fällt sehr schwer, darüber zu reden, und auch die Spielekritik muss sich erst entwickeln. Das ist ein junges Medium, die Filmkritik musste sich auch intensiv entwickeln, die mussten viel Erfahrung machen. Viele, viele Leute sind gerade in diesem Augenblick dabei, eine Sprache dafür zu finden. Und natürlich brauche ich viel Kompetenzen, um auch dieses Regelwerk zu explizieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Serious Game machen, also wir nennen das ja intern Applied Game, dann gucken wir Applied Game, angewandtes Spiel.
Dann gucken wir uns natürlich an, was da jetzt vermittelt werden soll. Sollen Kompetenzen trainiert werden oder soll Wissen vermittelt werden? Und ich gucke mir das an, was das ist und sage dann, ist es überhaupt geeignet, um es im Spiel zu verpacken? Ich kann nicht einfach irgendetwas da reinpacken und dann hoffen, oh, ich habe einen langweiligen, drögen Inhalt, der hat die Leute noch nie interessiert. Wenn ich jetzt irgendwas Spielerisches drumherum baue, dann werden die das akzeptieren, wenn sie nicht. Es kann sein, dass ich Informationen vermitteln möchte, Wissen, dann ist es vielleicht klüger, einen Film zu machen. Dann würde ich, das raten, mach es anders, verpack es anders. Wenn ich es schaffe, diese Dinge, die dort trainiert werden sollen, Kompetenzen, mit dem Regelwerk des Spiels zu verknüpfen, dann habe ich einen erfolgreichen Ansatz und das ist der Kernpunkt. Okay, und vielleicht auch der Punkt, an dem ich euch mal befrage, mit Schrecken gucke ich auf die Uhr und sehe, huch, 8:10 und ich habe euch überhaupt noch nicht gefragt. Könnte mir aber vorstellen, dass es Anmerkungen oder auch Nachfragen zu bestimmten Sachverhalten von euch gibt, dann bringt sie bitte vor, gebt uns vielleicht ein Handzeichen, damit wir dort hinten, genau, sehr nett wäre es, wenn ihr euch immer kurz vorstellt und dann einfach fragt. Okay, kurz vorstellen, in welcher Lebenslauf Intensität? Einfach Name und grob Funktion, da wir uns ja auch alle zu erkennen gegeben haben. Okay, Nico, ich bin Art Director, ich mache digitales Webseiten, also bin auch grob mit der Medienwelt verbandelt. Zeit meines Lebens Computerspieler, also es wurden genannt Doom und Civilization, ganz groß, also meine halbe Jugend damit verbracht. Auch einen großen Lerneffekt, den ich dem Spiel zuordnen würde. Gamification wurde genannt, das hat ja überall schon irgendwie Einzug gehalten. Also meine Hörbuch-App verleiht mir eine Medaille, wenn ich 50 Bücher besitze und also diese Belohnungssysteme. Was ich mich frage, ist, wie kommen Serious Games eigentlich an den Mann? Denn wir haben jetzt Blockbuster genannt, wie Doom und Civilization. Das Beispiel, was von Ihnen genannt wurde, ich habe den Namen leider schon wieder vergessen, mit der Krebsforschung, Remission. All die anderen Beispiele, über die geredet wurde, von denen habe ich noch nie was gehört. Und das als eigentlich leidenschaftlicher Computerspieler. Und ich will jetzt nicht darauf hinausgehen, dass irgendwie Blockbuster auf der einen Seite sind und Serious Games irgendwie ein Nischendasein auf der anderen Seite finden. Aber mich interessiert wirklich, wie kommt dieses Krebsspiel oder eben dieses, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, Börsenspiel, wie kommt das eigentlich an die Zielgruppe? Wird das in Krankenhäusern beworben? Ist das Bestandteil einer Schulbildung? Oder also wo sind die denn in der medialen Darstellung oder eben für Otto-Normalverbraucher? Finden die halt schlicht und ergreifend nicht statt? Ja, da würde ich in der Tat dich bitten. Wahrscheinlich sind es eben wirklich sehr scharf konturierte Zielgruppen, die eigene Vertriebswege haben, wenn man es überhaupt so nennen kann. Aber das kannst du besser ausführen. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für Serious Games, dass die gerade nicht, die haben Schwierigkeiten, die richtigen Geschäftsmodelle auch zu finden, weil es ist häufig ein Auftraggeber und das passiert ganz viel in der Forschung, also an Universitäten und die arbeiten dann zusammen mit Krankenhäusern zum Beispiel. Aber genau, es ist ziemlich schwierig, da auch dann Leute zu finden, die dafür bezahlen. Also wir haben ein bisschen über Geschäftsmodelle schon geredet, dass es immer die Auftraggeber eigentlich sind, die dann ein bestimmtes Budget haben für das Spiel und die haben dann das Budget, um das Spiel entwickeln zu lassen. Aber danach ist es auch alle eigentlich das Geld. Und was natürlich dann sehr wichtig ist, was du auch gerade schon gesagt hast, ist, dass das Spiel dann gut in einem Kontext auch angeboten wird. Also dass es in der Schule der Lehrer das Spiel anbietet und zum Beispiel danach nochmal mit den Schülern darüber diskutiert, damit, wenn das Spiel irgendwo online hochgeladen wird, da hast du recht, das funktioniert häufig nicht. Und dann, hat es auch oft nicht so viele Spieler. Dazu könnte ich auch noch was sagen. Also, ja, oder du müsstest den Kontakt zum Forschungsministerium irgendwie bloßlegen. Da würden wahrscheinlich viele solcher Projekte ganz gut angeschoben werden können, auch mit Zugriff auf die entsprechenden Strukturen, wo man so etwas promotet. Gibt es zumindest in die Richtung Ansätze? Also fühlt sich da
zum Beispiel im Bildungsministerium jemand für zuständig oder ist das alles Eigeninitiative, macht mal und wenn es gut ist, setzt es sich schon durch? Ich glaube, es ist immer in einem kleinen Kontext oder kleine, ja, also national, glaube ich, passiert da nicht so viel. Okay, du wolltest aber auch noch antworten. Ja, ich wollte noch irgendwie also mir ist aufgefallen, dass gerade in der Indie-Szene eigentlich sehr viele künstlerisch und kulturell wertvolle irgendwie Spiele, Produkte hergestellt werden und der Vertriebskanal in der Regel für diese Entwickler ist dann natürlich sowas wie Steam oder App Stores und so weiter und so fort. Und zwischen Serious Games und Unterhaltungsspielen, das sind ja sehr schwammige Grenzen zum Teil. Und da ist jetzt leider etwas sehr Dramatisches passiert irgendwie. Jetzt hat eine Firma, die heißt Tale of Tales, irgendwie gerade irgendwie die Türen geschlossen. Die sind verantwortlich für wirklich außergewöhnliche Spiele, unter anderem für das Spiel The Path. Und da geht es eigentlich so um das Gefühl des Erwachsenwerdens, was man so in diesem Spiel so durchmacht. Und dann macht ein ganz einfaches, schönes irgendwie Spielprinzip. Es sind zwei Menschen, die irgendwie dieses Spiel entwickelt haben. Sie haben unglaublich positive Resonanz gefunden in der Szene der Spielebegeisterten, die dann aber vielleicht nicht groß genug ist und eben nicht diese Kraft hat. Das sind aber keine Serious Games. Naja, ich sagte ja, das verschwimmt so ein bisschen. Ich meine, bei The Path geht es ja um dieses so Identitätsfinden, Erwachsenwerden. Also man könnte das schon auch Jugendlichen an die Hand geben und dann vielleicht im Kontext eines Unterrichts darüber diskutieren und daraus durchaus ein Serious Game machen. Aber es geht ja um diese Diskussion um irgendwie Vertrieb und wie kann man damit Geld verdienen. Und es ist halt in dem Fall leider so, dass wohl die Plattformen, die existieren, für solche Spiele nicht unbedingt immer funktionieren und dass so eine Firma dann leider irgendwann dann aufgeben muss, was jetzt im Fall von Tale of Tales leider der Fall ist. So. Und da frage ich mich irgendwie, vielleicht braucht man in der Spieleindustrie, in der Spielewelt einfach auch irgendwie so einen Kanal, so eine Plattform wie zum Beispiel Arte ist, das Fernsehen ist irgendwie. Und Arte hat es ja auch geschafft, irgendwie ein anspruchsvolleres und kulturell wertvolles Angebot zu schaffen, wie so wie RTL. So. Und wo könnte diese Plattform installiert sein? Gute Frage. Ja, darf ich da kurz was zu sagen? Weil das ist ja ein ganz anderes Thema. Also wie Lies eben gesagt hat, das sind Kunst- und Kulturspiele und Serious Games, wie Susannes Definition mit Applied Games. Die haben ja eine sehr spitze Zielsetzung, eine spitze Zielgruppe auch und dementsprechend, ich meine, du siehst sehr sportlich aus. Es gibt ja Fitnessarmbänder von großen Markenanbietern, die kennst du dann vielleicht doch, weil dich das interessiert als Thema. Und die Krebskranken kennen halt das Spiel dann. Die große Hürde für Serious Games ist aber eigentlich, wenn man Serious Games als Lernspiele auch in erster Linie versteht, wie ich es gerne machen würde, dann sind der Schulmarkt halt das Ding. Und da in Deutschland durchzukommen, ist quasi unmöglich. Also da als nicht etablierter Verlag ranzukommen und zu sagen, ich komme jetzt ins Curriculum, heißt, dass die Schule einen bestimmten Bestandteil an Software kauft und dann eben auch die Eltern für das Zuhause weiterlernen auch nochmal kaufen. Das ist die große Herausforderung, die in Deutschland aktuell, ich sehe da kein Licht am Horizont, was das Thema zumindest gerade angeht. Susanne, du zucktest noch mehr. Also ganz wichtig, was ich denke, also jedes Spiel muss irgendwie finanziert werden. Und wenn ich jetzt ein Applied Game habe, was ein bestimmtes Problem löst, dann muss ich sehen, ich habe ein größeres Volumen, um dieses Spiel, wenn es wirklich gut werden soll, toll zu spielen ist es aufwendig, das zu produzieren. Und ich brauche eine bestimmte Gruppe, die eine bestimmte Größe haben muss, die dann auch bereit wäre, dieses Spiel zu kaufen, zu erwerben, um nämlich ihr Problem zu lösen, oder ich brauche andere Finanzierungswege. Ich muss noch mal unbedingt etwas oder möchte wahnsinnig gerne etwas zu dem sogenannten Krebsspiel sagen, was Lies gesagt hat. Ich kenne das Studiendesign nicht und wir wissen im Grunde gar nicht genau, ob das tatsächlich wirkt, denn ich weiß nicht, ob es eine Kontrollgruppe gab von Kindern, die etwas anderes gespielt haben. Denn möglicherweise hat ja gar nicht das Spiel als solches diesen Effekt, sondern einfach die Tatsache des Spielens. Ja. Das muss man an dieser Stelle sagen, um auch nicht falsche Hoffnungen zu wecken. Kannst du das auflösen? Ja? Gab es eine Kontrollgruppe? Weißt du das Studiendesign? Ich glaube schon, dass es eine Kontrollgruppe gab, aber das müsste ich nochmal nachschauen. Ich glaube, das gab es nicht. Ja? So, genau, du bitte. Und ich glaube, da hinten gab es noch einen in die Luft gereckten Finger, oder irre ich mich? Wie viele Fragen haben wir noch? Okay, dann fang du doch erstmal an, bitte. Genau, mein Name ist Thomas Bremer. Ich würde ganz gerne jetzt zu diesem Remission noch mal was sagen. Also ich kenne das Spiel aus einer sogenannten Meta-Analyse, die wir vor Jahren gemacht haben. Die ist jetzt nicht veröffentlicht worden, weil das für einen großen Konzern war, sozusagen als
was müssen Serious Games leisten können, etc. Und bei Remission ist in der Tat das Problem, das Studiendesign das Problem. Es ist eigentlich ein gewöhnlicher Shooter, in dem ich im Grunde genommen durch Blutbahnen fliege und mit so einem Objekt und ich muss dann gewissermaßen böse Krebszellen erschießen. So. Und die Idee, dass das jetzt speziell helfen soll, ist eigentlich wieder eine Idee der Zeichen. Das heißt, ich sage, da gibt es jetzt Krebszellen, das ist eine Versprachlichung. Es ist zum Beispiel keine Paralleluntersuchung gemacht worden mit Counter-Strike. Also man hätte auch Counter-Strike parallel spielen lassen können. Und das ist nicht gemacht worden. Und ich würde behaupten, dass der Effekt der gleiche gewesen wäre. Aber der andere Punkt, den Lies angesprochen hatte, war ja auch, dass die Medikamente zuverlässiger, ja, so wie vorgegeben, genommen wurden. Man muss sich die Situation vorstellen, das sind Kinder, die haben eine Kriegserkrankung. Das heißt, sie sind in einem Krankenhaus. Und alles, was ihnen hilft, natürlich aus dieser Situation herauszukommen, sich immer mit dieser Krankheit zu beschäftigen, mit sich selbst zu beschäftigen, jede Aktivität, und das ist letztlich, was ich vermute, was auch diesen positiven Effekt hat. Ich würde aber glauben, nehme ich ein anderes Spiel, was die gleiche Mechanik hat, wird es voraussichtlich den gleichen Effekt haben. Und das ist nicht untersucht worden und damit ist dieses Studiendesign fragwürdig. Und die wird leider, bedauerlicherweise wird diese Studie immer wieder zitiert. Sie wird immer wieder herausgekramt und das ist auch ein großes Problem, dass eben, und in dem Sinne stimmt, was Susanne Brandhorst gesagt hat, dass es sehr, sehr wenig saubere Studien gibt zu diesem Bereich, die tatsächlich die Wirksamkeit unterfüttern. Natürlich braucht man solche Studien, um eben Forschungsgelder zu bekommen. Mhm. Man muss ja irgendwie sagen, das ist ja erfolgreich. Und das ist durchaus kritisch dann auch wiederum zu sehen. Also aber ich glaube, man sollte da zurückgehen, dass Spiele an sich erstmal viele positive Effekte haben, ohne dass sie zweckgebunden sind. Mhm. Ich würde gerne noch das eigentlich noch mal aufgreifen und mit deiner Frage, Nico, von vorhin verknüpfen. Im Grunde bei so einem Spiel ist doch eigentlich der ist eigentlich klar, woher das Kapital kommen muss. Wenn das funktionieren würde, wäre es ja quasi ein Medikament. Und da müsste ja letzten Endes die Pharmaindustrie ein Interesse dran haben, rauszufinden, ob es funktioniert oder nicht. Also da würde ich denken, ist die Zielgruppe super klar und woher wo ein finanzielles Interesse stecken könnte, scheint mir auch auf der Hand zu liegen, oder sehe ich das falsch? Ja, die Pharmaindustrie würde wahrscheinlich Medikamente verkaufen. Es wäre schlimm, wenn jetzt Computerspiele heilen würden. Würden die weniger Geld verdienen. Sie würden sie ihr Portfolio erweitern. Wahrscheinlich irgendwie. Und es sind ja auch handeln die bewusst dagegen. Na, ich will jetzt nicht Verschwörungstheorien Vorschub leisten, aber ich würde denken. Die Pharmaindustrie ist schuld. Aber es wäre doch interessant, du sagtest ja vorhin, multidisziplinär forscht ihr, das wäre natürlich dann was, wo man ja im Grunde eine medizinische, irgendwie pharmakologische Studie machen müsste. Ich denke auch, dass es die Zukunft sein wird. Ich kann mir das vorstellen und wir arbeiten auch daran, das zu erproben, dass es tatsächlich Spiele gibt, die eingesetzt werden können. Erstmal auch diagnostisch zum Beispiel, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich kann ja ein Spiel einsetzen und kann das Spielerverhalten tracken und kann dann gucken, was machen die, wie verhalten die sich, und ich kann dann bestimmte Sachen diagnostizieren. Das ist auch vielleicht eine Sache, die wichtig ist, die jetzt nicht Training ist. Wenn ein Spiel diagnostisch tätig werden kann und das evaluiert werden kann, was die Spieler dort machen, dann könnte ich auch gleichzeitig ein Smart Game haben und verschiedene Trainingseffekte dann damit kombinieren mit der Auswertung. Das nennen wir intern jetzt bei uns im Forschungsbereich Smart Games. Und ich denke, das wird die Zukunft sein, solche Spielsysteme zu entwickeln, die dann tatsächlich auch, und das kann ich mir vorstellen, dass es dann dort andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt, die dann zu setzen, und natürlich sagen wir mal, Krankenkassen und so weiter und so fort könnten großes Interesse daran haben, an diesen Games. So. Was ich auch nochmal spannend fand, ich muss das nochmal sagen, weil so ein paar ganz, das ist wichtig. Wir haben ein Forschungsprojekt, was zur Nachhaltigkeit des Lernens forscht und versucht zu evaluieren, wie muss ein Spiel aussehen, wie muss es strukturiert sein, damit ich Trainingseffekte wirklich nachweisen kann. Und da haben wir auch eine Studie, wo wir drei Prototypen haben. Da geht es jetzt um Schulung im Katastrophenfall. Jetzt gibt es immer so ganz oft die Idee, ich muss das abbilden, ich muss Realität abbilden. Und dann könnte ich ja jetzt ganz toll mal so ein Personal in so ein Krankenhaus schicken und dann sieht es aus wie ein Krankenhaus und dann bin ich da Pflegepersonal und dann kann ich das da alles machen. Und da haben viele Leute die Idee, das ist super, das ist das, du hast am Anfang auch gesagt, diese Empathie, und das kann ich dann im Spiel erleben, in diese andere Welt eintauchen. Das ist ein Prototyp, den wir gemacht haben, gar nicht so der super Effekt.
Dann habe ich mir das nochmal angeguckt und habe gesagt, Mensch, eigentlich macht das ja auch gar keinen Sinn, einfach nur Realität abzubilden, sich dort irgendwie zu fühlen, irgendwelche Aktionen zu machen. Wir haben uns genau angeschaut, was muss gelernt werden, was ist das eigentliche Ding? Das eigentliche Ding, was ich lernen soll, ist eine Prozesskette. Was mache ich, wenn das und das passiert? Was mache ich, wenn sich diese Sache verzweigt, weil es eine neue Eventualität gibt? Und daraus kann ich, wenn ich das so sehe, dann mache ich ein Regelwerk daraus, wo das genau abgebildet wird. Der nächste Prototyp wird also versuchen, oder er tut es, das ist so eine Art SIM-artige Sache, wo ich aber ganz viele spontane Entscheidungen treffen muss. Relativ schnell wird immer wieder diese Prozesskette trainiert. Das ist das Eigentliche, was gelernt werden soll. Jetzt machen wir eigentlich noch einen dritten Prototypen, wo wir eigentlich mehr so Virtual Reality Tests machen. Und diese drei Prototypen, die stellen wir gegeneinander, um überhaupt erstmal zu gucken, was bringt mir was, was lernen Leute unter bestimmten Voraussetzungen, wie muss das Spiel eigentlich strukturiert sein. Lies, du wolltest noch was entgegnen. Ja, ich wollte eigentlich noch reagieren, dass ich total mit Thomas Bremer auch einverstanden ist. Also schade ist, dass man immer wieder diese Studie erzählen muss, die auch nochmal methodische Fehler hat. Also ich glaube, es gab eine andere Gruppe, die nicht ein anderes Spiel gespielt haben. Aber da kann man natürlich auch diskutieren über das Forschungsdesign. Also was muss die Kontrollgruppe dann machen? Müssen die einen Film anschauen? Müssen die nichts anders machen? Müssen die Counter-Strike spielen? Also da kann man auch diskutieren. Aber es ist natürlich total schade. Und ich weiß es, bei diesem Spiel Remission gab es tatsächlich, ich glaube, die Hälfte des Budgets wurde tatsächlich dafür ausgegeben, diese Studie durchzuführen. Und da fehlt es in vielen Fällen, dass sie einfach dann kein Geld mehr haben, das richtig zu erforschen. Also die haben dann zwar das Geld, das Spiel zu entwickeln, aber dann kann man nicht so eine große Studie nochmal durchführen. Nach dem, was du gerade sagtest, muss man ja, hat man vielleicht sogar ein Studiendesign und stellt fest, ach stimmt nicht, wir brauchen noch das und das und das als Vergleichsgruppe. Geld ist also wie in fast jedem Lebensbereich auch hier ein Problem, das können wir schon mal mitnehmen. Ich würde gerne wissen, gibt es noch weitere Fragen von euch? Zwei sehe ich jetzt. Ah, okay. Hinter den Kulissen ist die dritte Frage. Ja, ich bin Johannes Herseni. Ich bin Interface Design Student in Potsdam mit starkem Fokus auf Designtheorie und Designforschung. Und ich habe eine Anmerkung oder eine Frage, die mir immer so ein bisschen auf den Lippen brennt, wenn es um Effizienzsteigerung und Optimierung und so geht, nämlich erstens, wollen wir das? Und zweitens, was für Ideologien holen wir uns da unbemerkt in den Kopf? Also ich glaube, gerade Gamification ist ja schon sehr eng verknüpft mit dieser neoliberalen Ideologie der Selbstoptimierung und der ständigen Produktivitätssteigerung und so weiter. Und ich glaube, was wir eigentlich bräuchten, wäre sowas wie eine kritische Theorie der Computerspiele. Also ich glaube, die Kulturwissenschaft oder die Filmwissenschaften zum Beispiel sind da schon viel weiter. Da wird das viel stärker untersucht. Und jetzt wäre meine Frage, also wie seht ihr das? Was sind eure Kritiken an diesem Medium? Und genau. Ich bin froh, dass du die Frage stellst. Sie ist bei mir nämlich jetzt hinten runtergefallen und ich dachte, okay, die Kulturkritik, die gebe ich jetzt einfach dran, aber da sie aus dem Publikum kommt, sehr schön, freue ich mich. Und ja, Patrick, du sagst, ich möchte. Ja, ich muss gestehen, ich bin auch froh, dass die Frage kommt, weil es ist wirklich ein wichtiges Thema, weil ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht. Und wenn man jetzt zum Beispiel Gamification anwendet in der Industrie, um irgendwelche Abläufe zu optimieren, indem man die Menschen irgendwie in einem Netzwerk irgendwie dann in so einem Gamification-Kontext arbeiten lässt, dann würde ich mich als Arbeiter auch ein bisschen wundern und fragen, oh Gott, irgendwie da wird jetzt meine Leistung gemessen und auch wieder verglichen irgendwie, da habe ich erstmal gar keine Lust drauf, das würde ich eher ablehnen, ja, das führt ja dann auch zu Druck und auch irgendwie zu Konkurrenzkampf. Und da sehe ich das auch sehr problematisch und glaube nicht, dass das irgendwie Sinn macht. Irgendwie. Und es geht ja in die Richtung auch wieder gläserner Mensch irgendwie, fast schon Überwachung, weil mit so einem Gamification-Tool kann man ja plötzlich dann deine Mitarbeiter überwachen. Aber also würde ich als Mitarbeiter würde es so kritisch sehen und es dann einfach auch ablehnen. Aber jetzt mal heimtückisch gefragt, das, ja, was du uns vorhin beschrieben hast, als das, was ihr programmieren wollt, müsste man da nicht vielleicht nur wenige Einstellungen ändern und hätte genau so ein Produkt? Welches Projekt war das? Also das, was wie heißt das? Raccoon? Raccoon. Genau, also wo
durch, wo du sagst, wir wollen das ganz offen machen und alle Leute in ihren Lebensphasen, das Wort wollte ich nie benutzen, aber jetzt ist es mir doch zwischengerutscht, abholen. Ja, ja. Könnte man da nicht genauso gut sagen, also wir machen aus dem Plus ein Minus und verändern so ein paar grundlegende Merkmale dieses Spiels und norden die Leute eben richtig genau so ein, wie du es, wie der Frage es formuliert hat? Nee, aber es ist überhaupt nicht der Ansatz. Also wir haben, das ist ja ein Serious Game und keine Gamification und wir wollen ja eigentlich nur irgendwie, sagen wir, den Human Resource Abteilungen irgendwie etwas näher bringen, wie sie sich irgendwie verändern können. Aber vielleicht wollen die Human Resources Abteilungen euch auch näher bringen, welche Spiele sie sich wünschen. Ja, das kann natürlich sein, dass sie dann auf uns zukommen und uns dann irgendwie ich wünsche, dass wir irgendwas in dem Unternehmen gamifizieren und können wir dann drüber streiten irgendwie. Aber es ist bei dem Raccoon-Projekt überhaupt nicht der Fall. Also darum geht es gar nicht so. Also und das eine Gamification-Projekt, was wir machen, da geht es ja irgendwie um die Börse, aber das ist ja durchaus kein vernetztes Gamification-Szenario, wo ich irgendwie im Kontext eines Unternehmens mit meinen Mitarbeitern irgendwie zusammen irgendwie agiere. Und das ist, glaube ich, auch das, glaube ich, worauf du hinaus wolltest, ja, dass das ja dann wieder zu Überwachung führen kann und das ja kritisch beäugelt werden muss. Aber sowas machen wir nicht. Okay, haben wir gerade nicht. Ihr zumindest. Und wenn wir eine Anfrage bekommen würden, würde ich auch wie jetzt nicht erstmal aufs Geld schauen und sagen, ja, wir machen das, dann würde ich auch kritisch irgendwie beäugen. Und ich bin ja dann auch als auch Berater tätig und würde sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Also da müssen wir drauf achten. Dann würde ich vielleicht als Auftraggeberin sagen, dann bist du nicht der richtige Berater. Aber ich will es jetzt gar nicht so in die Länge ziehen. Ich würde aber eine Frage, die bei dir drinsteckt, ist ja noch nicht beantwortet, die nach der kritischen Theorie zu diesem Thema oder der Ideologiekritik, die damit einhergehen müsste. Wir haben jetzt hier ausführlich gehört, dass das Geld eigentlich fehlt, ja, schon auf allen anderen, in allen anderen Abteilungen, die da zusammenarbeiten müssten. Also beim Studiendesign, um einfach die Effekte zu erforschen, mal angefangen. Wie ist es denn dann nochmal mit dem Blick von ganz oben auf unser Thema, Micha? Also was ist mit einer kritischen Theorie der Computerspiele? Sind wir da einfach noch nicht weit genug vorangeschritten in der Zeit? Oder? Nee, ich glaube, also darf ich noch ganz kurz dazu was sagen? Also das ist ja das ganz Allerwichtigste überhaupt bei der Definition eben auch von Gamification, dass es halt nicht nur um Spaß geht, also das ist halt ganz, ganz wichtig, sondern sehr viel um Effizienzsteigerung. Wenn man das erstmal auch feststellt, dann kann man auch selber damit viel kritischer umgehen. Und sowas, was eine Jane McGonigal sagt, dass jetzt die Welt sich verbessert, weil wir alle spielen, das ist ja auch nicht wirklich nachvollziehbar, weil das, was ist dann eine gute Welt, das ist ja auch Definitionssache. Die Metakritik dabei, also dass die Filmbranche jetzt so derartig selbstkritisch wäre, würde ich nicht unterschreiben. Ich würde eher sagen, also die Gamesbranche und alle, die sich mit Computerspielen beschäftigen, sind ziemlich selbstkritisch. Es gibt sehr viel dazu, wo eben auch darüber geschimpft wird, also über Gamification an sich, also auch aus der echten oder ursprünglichen Gamesbranche heraus geschimpft wird. Und es fehlen aber bestimmte Definitionen, die auch weiterführbar sind, die auch allgemein anerkannt sind. Also was ist ein Spiel, lässt sich gar nicht definieren eigentlich. Was ist ein Computerspiel, kann man schon ein bisschen enger fassen. Und da gibt es aber auch keinen Konsens. Also ich glaube, wenn jeder gefragt werden würde, was ist ein Computerspiel, kämen vier verschiedene Definitionen auf den Tisch. Und da haben wir halt noch nicht den Konsens, um eben dann auch auf das nächste Level eben der Metakritik zu gehen. Aber das Bewusstsein ist durchaus da, also mit jedem, den ich kenne und auch an allen Universitäten und auch viel in der Presse, wird sehr, sehr kritisch über dieses Medium sich auseinandergesetzt. Ich würde gerne erstmal noch die beiden nächsten Fragen reinnehmen, weil ich so ein bisschen leider auf die Uhr gucken muss. Da hinten war jemand, den ich nicht gesehen habe. Ach so, und da hat schon jemand das Mikro, bitteschön. Genau. Mein Name ist Tom, ich bin Politologe. Ich habe eine Frage, ganz am Anfang kam der Begriff Fachkräftemangel, ich glaube von dir mal kurz. Gibt es tatsächlich konkrete Beispiele von Gamification, von Serious Games, die dem Fachkräftemangel in irgendeiner Form entgegengewirkt haben und da positiven Einfluss hatten? Das würde mich mal interessieren, ob ihr da von irgendjemandem von euch. Es gibt in Berlin den Lutz Leixenring, der macht Recruitainment.
Veranstaltung. Da gibt es dann so ein Process-Barbecue zum Beispiel, wo eben dann ITler halt hinkommen und nach einem klassischen prozessbasierten Arbeitsprozess eigentlich halt die perfekte Wurst grillen und sowas. Und das ist dann halt gleichzeitig, dass A, die Person ist teamfähig, B, die weiß auch, wovon sie spricht und kann das auch abstrahieren. Also da gibt es ein paar Sachen. Es gibt aber auch so erschreckende Gegenbeispiele, wie bei einem kalifornischen Großkonzern, der hier auch Partner ist teilweise, wo der, der Auswahlprozess halt gamifiziert ist und die Leute halt durch verschiedene Zyklen halt durchgehen müssen über Online-Spiele und auch, wo dann auch alle Profile, also LinkedIn, Facebook, keine Ahnung, was man halt noch so hat, auch integriert werden in diesen Auswahlprozess und dann der gläserne Mensch sozusagen den perfekten Mitarbeiter halt herauskristallisiert. Da sind diese Real-Life-Sachen mit Wurst. Man kann auch Tofu-Wurste grillen. Vielleicht schöner. Mhm, gerne. Also es gibt ja durchaus auch Kritik, und zwar sehr berechtigte Kritik an Gamification überhaupt. Jetzt, ne? Und zwar einfach, und die kommt selbstverständlich von Game Designer, weil Game Designer sehr viel wissen über das, was Spielerinnen und Spieler sich tatsächlich wünschen und da haben möchten und auch an Spielen so faszinierend und toll finden und warum sie sich dann dort so wohlfühlen. Und wir nennen das zum Beispiel ein ganz großes Problem, ist Externalisierung von Motivation. Wenn sich die Gamification-Elemente darauf stützen, dass ich irgendwelche Punkte einsammle und irgendwie so eine Highscore habe und dann kann ich das mit anderen vergleichen, dann führt das ganz, ganz schnell eigentlich dazu, dass die Leute eigentlich die Motivation verlieren nach einer gewissen Zeit. Und das sind so die ganz, ganz dummen Konzepte. Und unglücklicherweise beschäftigen sich eben sehr viele Leute mit Gamification, die dann denken, oh, das ist eine total einfache Sache, das kann ich ganz schnell mal auf meine Sachen draufstülpen. Und das funktioniert leider so gar nicht. In diesem Zusammenhang möchte ich wärmstens empfehlen, nochmal den digitalen Salon-Hörsaal Dr. Bing und Dr. Google, wo wir über Wearables und den Gesundheitsaspekt solcher Sachen gesprochen haben. Da fand ich, waren einige weise Sätze zu dem Thema gesprochen. Es gab noch eine, sorry, dass ich jetzt hier überall nur so verhackstücke, es gab aber noch eine dritte Frage. Ah ja, okay, bitteschön. Ja, hallo, ich bin Nancy Richter vom Humboldt-Institut und ich habe was mit Medien studiert, mache jetzt was mit Internet und Entrepreneurship. Und aus dieser medienwissenschaftlichen Perspektive heraus habe ich eine Frage zum Thema Spaß und Spiel. Da wurde vorhin die These aufgestellt, es muss Spaß machen, sonst spiele ich das ja nicht. Da habe ich mich gefragt. Das ist genau das, was Susanne gerade zum Schluss meinte, oder? Ja, ja. Also gibt es tatsächlich ein wissenschaftliches Konzept von Spaß? Gibt es sowas wie eine Spaßfaktorenforschung? Wenn ich so in meinem theoretischen Konzepten wühle aus der Medienwissenschaft, dann fällt mir der Flow ein und der ist vielleicht wichtig und der kann ja unterschiedliche Gründe haben, also aus der Film- und Fernsehforschung. Das kann ja auch Neugierde sein, Gewohnheit und so weiter, warum ich in einen Flow komme. Also da wäre die Frage, ob es eher der Flow ist, den ich mir anschaue oder ob es wirklich eben Spaß, das klingt mir so normativ irgendwie, das wäre die eine Frage. Und die andere ist eher diese Kulturkritik, die schon angesprochen wurde. Im Prinzip ist das Spiel, gibt es schon lange, gibt es schon immer und jetzt guckt man drauf und versucht es an gewisse Zwecke zu binden, zum Beispiel um die Bevölkerung zur Mülltrennung zu bewegen. Und ist das nicht eine inhärente Paradoxie, also dass etwas, was eigentlich durch Zweckfreiheit gekennzeichnet ist und lebt, jetzt Zwecken zugeführt wird? Aber das wurde ja schon diskutiert und angesprochen. Also die zwei kleinen Punkte hätte ich noch. Lies, bitte. Ich möchte sagen, in Bezug auf Spaß, da wurde in der Games-Forschung ganz, ganz viel über diskutiert. Was ist denn Spaß? Kann man das überhaupt definieren? Und es gibt ein sehr interessantes Buch, A Theory of Fun von Ralph Koster. Und da sagt er eigentlich, genau auch mit Flow verknüpft er das, und dass eigentlich Spaß immer Lernen ist. Also wenn man etwas intrinsik motiviert ist, etwas zu lernen, dann macht das eigentlich immer Spaß. Und das hat natürlich auch mit Flow zu tun, dass man genau auf der richtigen Ebene eigentlich etwas angeboten bekommt, dass man das an den aktuellen Fähigkeiten anknüpft. Und dann, wenn man das dann
macht, das dann ein Reward bekommt und das dann immer wieder weitergeht. Also aber die Frage ist ja, wo liegt der Reward? Also der Hund von Pavlov oder die weiße Ratte im Labor wird ja auch honoriert für das, was sie tut. Und das ist, glaube ich, nicht so das, was wir als Definition von Spaß verstehen wollen. Also wo hole ich die Belohnung ab? In mir oder bekomme ich die zugeführt? Also eigentlich in mir ist immer besser. Also wenn die Aktivität selbst Spaß macht, dann braucht man eigentlich keine externe Motivation und nochmal eine externe Belohnung. Dann kann man das auch einfach so, aber dass es nochmal bestätigt wird und auch das Feedback dann kommt, dass man tatsächlich etwas richtig gemacht hat, dann macht das auch der Spaß nochmal größer, würde ich sagen. Aber genau das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Gamification und Serious Games, dass Serious Games immer versuchen, die Tätigkeit selbst spannend zu machen und dass man auch dass man den Spaß dann hat, weil man die Tätigkeit selbst lernt und immer besser wird. Wobei bei Gamification, genau etwas wie Mülltrennung, das grundsätzlich keinen Spaß macht, dann doch mit irgendwelchen Badges oder sowas besser machen möchte. Und das ist auch genau, wieso so viele Game Designer eigentlich sich gegen Gamification ausgesprochen haben. Okay, ich würde das gerne, vielen Dank für die Frage, für so eine Speed-Dating-Runde zum Schluss nehmen. Und glaube, wir könnten hier auch schon wieder von vorne anfangen. Es stimmt, eure Definitionen gehen gar nicht übereinander, beziehungsweise da war auch schon wieder die Abweichung in der Definition zu Serious Game. Aber ich würde diese Fun-Frage oder Spaß-Frage gern nochmal rundherum schnell beantworten lassen. Deine Antwort haben wir jetzt schon gehört und ich würde gerne von euch nochmal wissen, was ist der Spaß? Oder die Frage könnte auch lauten, wo liegt die Belohnung? Was ist die Belohnung? Ich meine, es geht ja auch um Motivation. Ne? Also das kann ja, nur, ja, aber Bonusmeilen im Flieger oder Bonuspunkte also bei meiner Krankenkasse könnten ja auch eine Motivation sein. Also ich habe interessanterweise gerade vor 2 Tagen in einer Vorlesung an der Hochschule über das Thema Spiel und Motivation, und wie gesprochen, da geht es auch in die Richtung, es geht auch um das Belohnungssystem und da gibt es den sogenannten Motivationsloop, der basiert auf Player State, Need, Challenge und Reward und jetzt fehlen mir die Folien dazu, die ich jetzt hier präsentieren möchte. Nee, es war ja auch eine Speedrunde. Eine Speedrunde, genau. Ja. Also da geht es eben darum, um es kurz zu fassen, ihr müsst jetzt dann wieder selber recherchieren, aber es wird halt definiert, dass natürlich irgendwie dieser Motivationsloop irgendwie, jetzt ist allgemeingültig für alle möglichen Spieletypen, aber es ist tatsächlich so, dass der Motivationsloop mit anderen Parametern irgendwie definiert wird, je nachdem, was für ein Spieletyp es ist. Weil irgendwie was motiviert ist von Spieletyp zu Spieletyp irgendwie anders. So. Das müssen Sie jetzt selber recherchieren. Also übersetze ich für mich in, es kann entweder so ein Leckerli sein. PNRC Motivationsloop. Also könnte ein Leckerli sein, das ich von außen bekomme oder das ich vielleicht in mir selber finde. Jetzt seid ihr beide gefragt, Susanne. Ich habe ja schon mal versucht zu erklären, dass wir alle so das Gen haben zum Spielen. Wir sind alle Spielerinnen und Spieler und das ist so angelegt, damit wir eben ganz viele Sachen lernen. Und das ist ein unglaublich komplexes Ding. Da gibt es ein Belohnungssystem, das funktioniert. Spielen, das ist für viele einfach noch nicht so richtig klar, dass das so ein mega, mega Ding ist in unseren Köpfen. Sex bei denen, das ist alles klar, das machen wir. Da werden wir auch ordentlich belohnt dafür, das zu tun. Beim Spielen werden wir auch belohnt, zwar fürs Lernen. Deswegen können wir das. Deswegen gibt es diesen Spaß. Und der Spaß, den man empfindet, ist unterschiedlich. Und das kann eben, und das Tolle daran ist, dass man das als Spielerin oder Spieler auch immer ein bisschen für sich selber mit definieren kann und dass es eben, deswegen gibt es so viele verschiedene Spiele, damit dann jeder etwas finden kann, was da matcht. Ich habe noch eine ganz tolle Sache, es gibt noch ein uraltes Trainingsspiel, von dem eigentlich kaum noch jemand darüber nachdenkt oder reflektiert, dass es sich um ein Trainingsspiel handelt, was zum totalen Unterhaltungsspiel geworden ist, das gibt es nämlich auch, ist Fußball. Fußball ist ein militärisches Trainingsspiel gewesen, so konzipiert. Und das wird mittlerweile nicht mehr wahrgenommen, es ist einfach nur noch Spaß für viele. Und es ist toll, super. Schach ist auch so ein Beispiel. Und Monopoly wurde entwickelt, um zu zeigen, dass Kapitalismus schlecht ist. Tja, was sagt uns das über uns? Ja. Okay, Micha, deine Antwort fehlt noch. Der Effekt ist gegenteilig. Also auf der einen Seite das mit dem Lernen. Also ich finde eigentlich, dass es immer motiviert oder Spaß macht, Herausforderungen zu meistern. Und dazu muss ich lernen. Und deswegen gibt es diese Verknüpfung zwischen Lernen und Freude.
Und die ist in jedem Spiel drin, egal worum es geht. Und als finale These, also ich würde auch sagen, Spaß reduziert unser Medium Computerspiel auf einen Fun-Faktor. Und Computerspiele sind äußerst komplex, sehr vielfältig. Und es gibt auch Spiele, die machen einfach keinen Spaß, aber sind sehr gut. Okay. Von daher liegt es bei euch, ob ihr Schach spielen wollt, Monopoly, Fußball oder ein Spiel, was vielleicht gar keinen Spaß macht oder wo zumindest das Spaß haben nicht so im Vordergrund steht. Vielen Dank für die sehr spannende und anregende Runde, die hier, glaube ich, auch in dem Haus gut aufgehoben war. Danke fürs Kommen und für eure Fragen. Ihr könnt jetzt entweder noch ein bisschen spielen, mit oder ohne Spaß, ganz wie ihr wollt, oder aber euer Belohnerli dort drüben abholen. Da gibt es ein bisschen was zu essen und zu trinken. Auf jeden Fall können wir uns alle noch ein bisschen miteinander unterhalten. Vor lauter Spielen und Spaß haben oder lernen, aber bitte Radio hören nicht vergessen. Am Sonntag, den altes Medium, aber hey, dafür sitze ich hier. Am Sonntag, 19. Juli, senden wir nämlich diese Diskussion hier mit ein paar Schnitten, muss ich mit Blick auf die Uhr sagen, im Hörsaal auf D-Radio Wissen. Kurz nach 6 am Abend, ist danach aber auch online. Und am 29. Juli sehen wir uns wieder im Grimm-Zentrum in der Humboldt-Universität World Wide Web, so der originelle Titel mit Alliteration, Reisen im und mit dem Netz. Vielen Dank, schönen Abend euch.